Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in Blackgate. Wo ich hier gerade die Umgebung nochmal kurz abscanne, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo wir eigentlich sind. Auf jeden Fall sind wir der Batman. Und wir müssen nach wie vor die Gefangenen befreien. Dazu müssen wir mehrere Aufgaben erledigen. Schiete. Und drei Superschurken aufhalten. Und ich weiß, das letzte Mal hieß es irgendwie, wir sollen ins Waffendepot im in den Zellenblocks. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie wir da hinkommen. Also, beziehungsweise, wir müssen ja jetzt nach draußen. Oh Mensch, du sollst dich fallen lassen. Aber, wie kommen wir denn hier raus? Waren wir hier eigentlich schon mal? Oh ja, hier waren wir schon mal, ich erinnere mich. Ist das denn der richtige Weg hier? Wow, schnell rüber. Ich sollte halt einfach mal auf die Karte gucken, das wäre doch eine Idee. Gehe zum Waffendepot. Wir sind da ganz hinten, das ist ja, quasi ganz weit vom Waffendepot entfernt. Da ist noch ein Fragezeichen. Der Ausgang ist da oben links, ne? Warte mal. Wo kommen wir denn hier überhaupt hin? Jetzt hier. Ich glaube, wir gehen falsch. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir gucken einfach mal. Okay, das ist ein ganz toller Start in die neue Aufnahme, wenn man so überhaupt nicht weiß, wo man eigentlich lang muss. Ah ja, hier hatten wir ja Grundy bekämpft. Der kommt aber nicht wieder, oder? Kann ich hier eigentlich durch jetzt? Nee? Schade. Wäre cool gewesen. Ja. Komme ich denn hier links wieder hoch? Das wird auch toll, hier den ganzen Weg dann wieder zurück zu... Mist! Hier bin ich ja wirklich falsch. Na gut, also den ganzen Weg zurück. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ey, der hat mir noch eben da oben das Ding angezeigt. Das ist total gemein. So, besser. Das ist natürlich der Nachteil an diesen Metroidvania-Titeln. Aua. Früher oder später musste das einfach passieren, weil ich da nie dran denke. Das ist natürlich der Nachteil, dass man im Prinzip, also es gibt Stellen, da irrt man dann plötzlich hin und her, weil man nicht mehr genau weiß, wo man eigentlich lang muss. Das passiert ja in den anderen Arkham-Titeln eher weniger. Und dann hier hinten lang. Weil die viel linearer aufgebaut sind. Und man immer seine Marker hat, die einen in die richtige Richtung weisen. Ich weiß, wo wir jetzt wieder sind. Aber... hier geht's doch auch nicht weiter. Oh Mann, oh. Okay, ich gucke jetzt noch ein, zwei Minuten, gucke ich noch, wo wir jetzt den richtigen Weg finden. Und ansonsten mache ich einen Schnitt, bis wir wieder draußen sind. Weil das ist ja dann auch total langweilig für euch. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, wo wir überhaupt lang müssen. Und verschnupft bin ich auch wieder mal. Hört man bestimmt. Sind wir ja wieder hier. Wo geht's denn eigentlich da unten hin? Da. Naja gut, da gucke ich jetzt nochmal schnell.
Ach ja, da musste ich ja in das Lüftungs. Geht da auch, Manno. Dödem, dödem, dödem. Total dramatische Musik, während Batman sich einfach nur verläuft. Mit Batman ist eben alles dramatisch. Jetzt muss ich gucken. Hier oben bin ich jetzt wo? Bin ich da? Kann jetzt hier durchgehen. Wow. Und lande da, wo ich ja sowieso gucken wollte jetzt. Das ist doch praktisch. Jetzt sind wir da. Hier lasse ich mich jetzt fallen. Sind wir da? Jetzt gehen wir durch die Tür. Ach so, hier war das. Wieso? Ich kann doch das anvisieren da. Aber aus irgendeinem Grund reicht das noch nicht. Also es ist das falsche Gadget wohl. Na gut, ich könnte jetzt natürlich da unten lang, um hier rauszukommen. Oder ich gucke nochmal, was das da oben für eine Tür ist. Wir gucken jetzt noch schnell, was das da oben für eine Tür ist. Und wenn uns das nicht weiterbringt, dann mache ich einen Schnitt. Ist versprochen. Könnt ihr noch so kurz warten? Wir sind ja gerade mal 5 Minuten dabei. Also es ist... Dann haben wir in dieser Folge auf jeden Fall noch irgendwas erreicht. Ich muss jetzt nur häufiger mal auf die Karte gucken. Hier müsste jetzt eine Tür sein, durch die wir gehen können. Hier ist aber keine Tür. Oder müssen wir hier lang? Ah ja, genau. Und hier rein. Und jetzt sind wir auf dem Weg dahin, wo ich gucken will. Es ist nur immer so hier lang und dann ganz nach. Oh, Wasser. Da oben komme ich doch gar nicht hoch, oder? Ja, toll. Wow. Ha, 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 Moment. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt aus hier. Zumindest mal was Neues. So, jetzt könnte ich da in den Lüftungsschacht rüber. Oder ich lasse mich fallen. Pass mal auf, ich gehe nochmal schnell zurück. Ich will erst in den Lüftungsschacht gucken. Zack. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir hier tatsächlich mal was Neues finden. Ich sollte einfach allgemein häufiger mit der Karte auch arbeiten. Wir nähern uns irgendeinem Fragezeichen. Ah! Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Anscheinend nicht. Aber zumindest haben wir so eine kleine Upgrade-Kiste gefunden. Das ist ja schon mal was. Und wir erhalten Genosse Superman-Handschuhe. Was? Handschuhe für den Genosse Superman-Anzug. Sammle alle 5 Teile, um den Anzug auszurüsten und einen Bonus zu erhalten. Was? Genosse was?
Naja gut, auf jeden Fall sind wir hier dann wohl doch nicht richtig. Wie viele Collectibles gibt es bitte in diesem Spiel? Und Upgrades und sonst alles. Und wo sollen die alle sein? So, jetzt nähern wir uns da dieser Tür. Wow. That's him. That's him. Oh, hier gibt's Gegner. Hier sind wir richtig. Hier gibt's aufs Maul, wollte ich sagen. Und zwar für die Kerle. Oh, der soll mal... Mensch! Lass mich doch mal in Ruhe. Ich versuche jetzt zu arbeiten. Mann. Aber wieder die spawnende Gegner hier. So. Aber das finde ich schon mal gut, dass hier Gegner spawnen und... Das ist wieder eine strukturschwache Wand. Ist da was hinter? Und vor allem komme ich hier irgendwie rein. Wollen wir mal gucken, ob wir hier oben vielleicht eine, irgendwas zum Sprengen übersehen haben. Oder in der Decke. Auch nicht. Na gut. Dann... Zugang zu den Wartungstunnel. Ach so. Zugang zu den Wartungstunnel. Dann kommen wir jetzt hier rüber da rein. Ah, schön. So, warum bin ich hierher gekommen jetzt? Hier muss ja irgendwas sein. Ah ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ob wir irgendeinen dieser Fälle auch komplett abschließen werden? Wir sammeln immer so ein paar Indizien, aber das bringt uns ja nichts. So, und jetzt wieder hoch. Wieder hoch. Und zack. Ah, Gebiet verlassen. Ja, wunderbar. Wunderbarstens. Okay, der Zellenblock ist unser Ziel. Zellenblock. Ich weiß, dass wir hier schon waren. Und viele von euch bestimmt jetzt erst, wenn die Verwaltung wollen. Aber... Hier ist uns der Weg, den wir gehen sollen, rot markiert. Guck mal, da ist rot, da ist rot. Da hinten ist eine rote Tür. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Wir sollen jetzt in dieses Waffendepot, damit wir dann weiterkommen. In unserer Jagd nach Black Mask. Für Pinguin sollen wir in die Verwaltung, weil wir da beim Leuchtturm nicht weiterkommen. Aber ich will gucken, ob wir jetzt vielleicht... Also wie weit wir jetzt kommen, ohne in die Verwaltung zu gehen. Zu spät gesehen, zu spät reagiert. Wo bin ich? Da bin ich. So, ich soll jetzt wohl... Was ist das da für eine Tür? Ach so, das ist der Aufzug, da ist, das ist die Tür, wo Pinguin durch verschwunden ist, die wir nicht aufkriegen. Also müssen wir gerade weiter. Was ist das da? Ach, eine grüne Konsole. Ah, eine grüne Konsole. Wir haben ja jetzt die Alpha-Codes. Okay, wie komme ich da hin? Hier gerade durch. Und im nächsten Gebiet in den Lüftungsschacht. Oh, das schaffen wir.
Das kriegen wir hin. Wir sind schließlich der Batman. Und auch wenn wir uns zwischendurch mal ein bisschen verlaufen haben. Was wollt ihr denn schon wieder hier? Habe ich euch nicht schon mal in den Arsch getreten, ihr Blödköpfe? Das muss der jetzt aber besonders stylisch machen, hier mit einem Überschlag und dann zuhauen. So, hier jetzt einfach weiter statt in den Lüftungsschacht. Fortschritt. Ist auch nicht. Ich traue mich nicht auf diese rotierenden Dinger. Ich weiß nicht, was das bewirkt. So, dann gucken wir noch mal, wo uns der Weg hier jetzt hinführt. Es scheint ja der Weg da oben zum Waffendepot zu sein, denn da haben wir ja sonst keinen Zugang. Kommen wir bestimmt jetzt hier einmal so quer rum und dann da durch diese Tür. Oh, da oben patrouilliert jemand. Strukturschwache Rohre. Muss ich aber wohl näher ran. So. Bums. Boah. Hau ab! Okay, das war anders geplant, da habe ich nicht nachgedacht. Und jetzt könnten wir ein Problem haben. Help! He's over here! Wah! Au! Wah! What are you? What do you want from me? I know you're up there! We need to lure him out. Any ideas? Kannst du vielleicht darüber patrouillieren? Dann ist das schon mal ein guter Start. So, ich verschwinde mal hier rein. Wie? Wieso steht denn der wieder auf? Das finde ich aber nicht gut. Die können mich da sehen, das ist aber nicht nett. Ich sag mal. Running out of places to hide, freak. This is no good. Where is he? Okay, das ist schon ein bisschen traurig, was hier gerade passiert. Either we find him or he finds us. Let's go with plan A. Ich will jetzt erst abwarten, wie die patrouillieren. Der geht nach da hinten, der andere bewegt sich gar nicht. Ain't nobody got a sense of humor around here. Wie soll ich das denn machen? Yeah. How about I just got found him? Ja. Oh, Mensch, kannst du wenigstens mal. Your mind freak. Ist da vielleicht wenigstens mal. Der ist doch total geglitscht hier. Der ist doch komplett geglitscht. Wie hätte ich den denn noch ausschalten sollen? Ja, Game Over vom letzten Speicherpunkt. Das machen wir nochmal. Das war ein total Desaster. Room, he says. Flush him out, he says. I ought to flush him out. Diesmal klappt's besser, weil ich diesmal kein Idiot bin. Aber der war doch eben total geglitscht, den konnte ich ja gar nicht mehr richtig erreichen. Den konnte ich nicht ausschalten und nichts, da hatte ich im Prinzip schon verloren. So, da drüben ist ein Lüftungsgitter mit einem Fragezeichen. Deswegen gehen wir da mal hin. Tja, haben wir unser erstes Game Over gehabt. Zumindest in diesem Spiel. Gehört dazu. Dafür haben wir hier wieder ein kleines Upgrade gefunden. Ich habe übrigens beim Starten des Spiels gesehen, wir sind schon zu 35% fertig. Und das ist wahrscheinlich mit Collectibles.
die Brustplatte für den New 52-Anzug. Sammle alle 5 Teile, um den Anzug aufzurüsten und einen Bonus zu erhalten. Meine Güte, können wir nicht vielleicht von irgendwas dann auch mal das zweite Teil finden, statt ständig irgendwelche neuen ersten Teile? Oder ist das so eine Nummer, dass wir mit mehreren Durchspielen, dass an der Stelle immer irgendein Stück vom Anzug liegt und wir das nach und nach irgendwie freischalten können?